Ah, alles klar. Okay, wir sehen uns dann, wenn ich den Butter Pudding, ja, den Auflauf halt mache. So, Freunde, ich mache jetzt den Bread and Butter Pudding. Naja, für mich ist es ein Hefezopfauflauf. Fertig. Handschuhe, weil ich nachher hier noch die geschmolzene Butter mit einmassiere. Deswegen auch die Zange. Da hole ich nachher gleich die Schale vom Grill. Ja. Bisschen abgewandelt habe ich. Ich habe nämlich noch ein paar Rosinen auch noch mit dazu. Und jetzt tun wir erstmal die Eier hier aufkloppen, die Schlagsahne hinzu und das Ganze verquirlen. Jups. Und ich sabber mich auch noch mit Ei voll. Ach, ist das schön heute. So, lale. Ja, erstmal die Hände ein bisschen abwischen wieder. Wenn es Handschuhe sind, egal. Ja, ein bisschen müssen wir noch. Nebenbei muss ich auf den Grill gucken, wächst der Butter. Die kann noch einen Augenblick. So, dann noch eine kleine Abwandlung. Ich tue ein 2 Päckchen Vanillezucker hier rein. Aber ich filme euch nachher noch das Originalrezept kurz ab. Dann seht ihr das alles selber. Bourbon Vanillezucker. Hm. Da tun wir jetzt das Dattel Rosinen Whisky Gemisch hier rein. Und tun das alles schön verrühren. Und dann wäre unsere Masse nachher, was heißt Masse, die Soßenpampe einfach schon fertig. Hallo Patricia! Sag wenigstens Hallo! So, Leute, jetzt müssen wir bloß noch warten, bis die Butter fertig geschmolzen ist. Dann können wir das hier drunter mischen. Ja gut, das machen wir jetzt ein klitzeklein bisschen anders. Füllen wir hier gleich eine Lage ein. Dann schütten wir da noch ein bisschen was von der Butter rein. Geht schon. So, den Rest noch mal kurz auf den Grill. Jetzt können wir... was von unserer Dattel-Rosinen-Masse gleich mit hier rein tun. Und natürlich die Bananen. Schatz, du kannst helfen. Oder auch Patricia, wer zuerst kommt halt. Ja, bei was denn? Die Bananen hier mal kurz aufreißen, bitte. Mhm. Und einfach mal ein paar rein schmeißen. Schön verteilen. Alle? Ja, ein paar. Wir machen jetzt 2 oder 3 Lagen. Immer noch. So sparsam. Jetzt sind noch nicht so viel drin. Ja, zur Not habe ich noch eine Packung da. Die esse ich dann. Jetzt habe ich ja eh schon die große Packung genommen. Im Rezept stehen 100 Gramm. So sparsam, wir sind nicht. Hm?
sparsam, sind wir nett. Warte, da muss ich wieder ein klein bisschen Butter drüber schütten. Und dann Bananen. Ja, die kannst du dann schon gleich anfangen. So, und die restliche Butter ist dann für die letzte Ladung. Was hat die Butter geschmissen? Oh, dann hat sich die Rosinen drauf müssen. Und bitte? Dann Bananen. Erst Rosinen, das dann ist, Bananen. Das ist doch egal. Das ist sowas von Bumpelwurst. Fertig? Nein. Du kannst aber hier noch mal eine Lage Bananen reintun. So viel haben wir nicht. Ja, tu einfach noch mal drüber. Zu viel Sparsam ist ungesund. Verringert den Mageninhalt. So, kriegen wir den ganzen Nei? Nein, wir kriegen nicht den ganzen Nei. Ja. Ja? Drucker. Geht schon. Ja, wir müssen die Soße auch noch nicht kriegen. Ja, saugt's doch auf. Dann fällt's doch eh zusammen. Meinst du? Ja. Dann stopfe ich. So. Jetzt die restliche Butter. Wo stelle ich das jetzt hin? Dahin. Oh, wo habe ich meine Zange hingeschmissen? So, jetzt darfst du die Mandeltüte aufreißen. Was ist mit denen? Ich hab gesagt, hau sie drauf. Das sagt nicht alle. Doch. Nö. Ich hab gesagt, hau drauf, da musst du jetzt essen. Okay, noch besser. Oder haust du ein paar noch drüber. Mir egal, wie du möchtest. Dann reiße ich die Mandeltüte auf. Das ist nämlich auch noch eine kleine Änderung, dass wir da noch ein paar Mandeln mit drüber hauen. Dann steht im Rezept noch ein bisschen Rohrzucker drüber. Dann machen wir das halt. Ja, und jetzt müssen wir die Soße noch drüber schütten und hoffentlich halbwegs sauber da reinbringen, ohne dass wir daneben sabbern. Da habe ich auch mehr genommen, als im Rezept steht. Statt den angegebenen Mengen eben 2 Becher, 400 Gramm. Ja. So, sieht gut aus, Leute. Dann tun wir den Deckel drauf und dann können wir das. Zu ist es. Das ganze Ding rüber zum Grill und drauf schmeißen. 150 bis 170 Grad wollen wir haben. Hammer, wunderbar. Ich habe natürlich wieder ein klein bisschen entkoppelt hier. Jetzt zöge ich hier auch schon mit dem Deckel aufmachen wie beim Keramikgrill. Wer gerade aufgepasst hat. So, und ja, so 20 Minuten werden wir jetzt mit Sicherheit brauchen. Wir werden jetzt 25, wir werden sehen. Wir schauen dann einfach mal rein. Ja, bis gleich. So, ja, bevor ich es vergesse, Kugelschreiber holen, Zettel holen und aufschreiben. Am besten Pause drücken. Bread and Butter Pudding. Zutaten original 500 Gramm. Ach komm, lest selber. Ist ja gar kein Problem. Ich fahre hier ganz einfach mal langsam hoch. Ja, genau. Also wie gesagt, Hefezopf kommt hin. Ich habe 400 Milliliter Sahne genommen. 80 Gramm Butter war mal definitiv zu wenig. Habe ich ja, ein halbes Stück genommen, müssten 125 Gramm sein oder so. 100 Gramm Datteln, war mir wurscht. Keine Ahnung, was in dem Beutel drin war. Bananenchips waren definitiv auch mehr. 4 Esslöffel Whisky, eine Flasche brauchen wir da. Brauner Zucker war nach Gefühl und ja, Esslöffel Vanillezucker. Ich habe halt 2 Päckchen reingeschmissen. Okay, abwarten. So.
So, Freunde, 140 Grad. Ja, knapp 20 Minuten jetzt. Schauen wir mal rein. Ich hoffe, man kann es halbwegs sehen auf dem Display. Ja, der kann definitiv noch ein bisschen. Heizt man vielleicht noch ein klein bisschen höher, mache ich die mittleren Brenner noch kurz mit an. Dann heizt man noch mal ein bisschen hoch und ja, dann sollte eigentlich nachher gleich fertig sein. 7 Minuten später. Schauen wir ganz einfach noch mal rein. Immer noch einen klitzekleinen Augenblick. Freunde, jetzt reicht's, aber machen wir den Grill aus. Weil wir wollen es ja nicht, dass es verkokelt. Ja, jetzt quält man das schon besser. Und dann gehen wir rüber am Tisch und tun servieren. Jeha! Wow! Oh, riecht das gut. Riecht das lecker. Oh, Handschuhe weg. So. Also was? Schatzi, wie kriege ich das raus? Unfallfrei. Warum springt immer die Patricia, wenn ich Schatzi sag? Herr Patricia hat das kleine. Ich habe Schatzi-Gene. Du hast Schatzi-Gene. Ich bin eine große. Ja, warte mal. Na, jetzt hat so geht das nicht. Ach, das, so geht das ganz bestimmt. Oder auch nicht. Was sag ich denn? So nett. Warum nicht? Ja, oh, die Mädel ist wieder, dann holt sie es selber raus. Ja, Basta. Komm mal den Teller. Komm. Was ist da los? Also, so geht's nicht. So geht's auch nicht. Da brauchst du ein zweites breites Ding zum genau. Drauf tun. Moment. Mo, die Männer, gell? Sonst gibt's einen Unfall. Einen Unfall? Einen Unfall. Da! Aber die Freikindfange, die geht. Nein. Nicht. Nein. Michi. Die geht nicht. Ah, Finger heiß, lecker. Und wie die geht? Naja, mit Finger und Werkzeug und. Das ist da Schnaps drin. Ja. Natürlich. Das ist gut. Ja. Oh, jetzt rieche ich's auch. Bitte schön, mein Schatz, lass das schmecken. Nee, bestimmt nicht. Oh, geil. Es gibt dann kein schönes Teller. Dann ist das meine Portion hier. Da hier. Das ist meine. Deine. Ja. Ach, jetzt nimmt man sie doch. Das ist ein Unfall. Guck's an. Gibt kein schönes Tellerbild, okay? Ja, Teller. Weg ist er. Dankeschön. Das ist aber unfair. Guck mal, was ja, du Leute, hast. Ja, Leute, dann probiere ich mal. Heiko und Simone. Selber schuld. Richtig, ihr habt mal richtig was verpasst. Oh ja. Und ich möchte jetzt absolut nicht übertreiben. Also wegen viel Schnaps drin. Genau richtig. Björni Boy. Von dem habe ich ja das Grundrezept. Aber es gibt einen neuen Bread and Butter Meister. Wir essen jetzt. Hey. Oh, so Leute,
Also, dieser Bread and Butter Pudding oder auch Auflauf war wirklich hervorragend lecker. Mir hat er sehr gut geschmeckt. Wie hat er euch geschmeckt? Ein bisschen viel Whisky, sagt mein Schatz. Naja. Björn hat dem Video gesagt, eine Flasche. Was? Ja. Ein Irrer. Nee, also, er war sehr lecker. Björn macht sie natürlich auch sehr lecker. Man kann abwandeln, wie man will. Das Rezept habt ihr gesehen. Das Wochenende ist hier jetzt Mittag vorbei. Du hast es im Rücken. Ich räume mein Klump selber auf. Also den halben haben wir aufgegessen. Es passt ja auch eine ganze Menge hier rein. Und den Rest gibt's halt dann morgen. War schön, dass der Besuch da war. War wunderschön heute der Tag. Und ich beende jetzt das Video. Was soll ich noch viel sagen? Es war einfach wieder geil. Leute, wir sehen uns. Ciao.